Aber es gab auf jeden Fall Rohre, da habe ich es versucht und habe gedacht, okay, das sieht danach aus, das könnte es funktionieren. Aber nein. Es ist nicht einfach, ein großer Küchenchef zu sein. So, und auf jeden Fall, das Röhrchen kam mir schon arg verdächtig vor. Allee. Klingt irgendwie kompliziert. Der Blätter ist ein bisschen scheiße. Könnte eigentlich auch von hier dann direkt mal so. Hier habe ich einen guten Überblick eigentlich, ne? Ich hier noch was, irgendwas sehe in der Nähe. Ist das wirklich nötig? Kann ich da rüberklettern? Ist natürlich auch nice. Das ist ein Netz, ne? Wenn ich nicht an dem Netz klettern kann, wo sonst? Von der reinen Theorie natürlich, ne? So. Und es geht nicht. Nein! Das hat sich mal als Koalitionsabfrage. Ich kann da ja durchspringen. Großer Küchenchef. Okay. So, Remy, zum Radio, alle! Ich gehe trotzdem nochmal. Ja, ich war dumm. Ich wollte schon wieder auf das Holz springen. Ich gehe trotzdem nochmal Richtung, also über die Ventilatoren. Ich glaube zwar nicht, dass es da noch was gibt, aber ich will lieber nochmal auf Nummer sicher gehen. Klingt irgendwie. Weiß, ob ich hier irgendwann nochmal hinkomme, ne? Ich versuch's mal. So. Die Lampe zum Beispiel. Wie funktioniert nicht die Lampe? Ich habe keine Kollisionsabfrage. Da sind die Fischmobiles. Guck mal eine an. Ich tue es für die. Ach, da komme ich quasi von der anderen Seite dahin. Verstehe. Alles klar. Nächstes Mal klappt's. So. Weil die Arbeit hier ist sogar das Einfachere, ne? Remy, weil wir gesagt haben, weil der gerade mit Minispielen stand. Für die Minispiele sind etwas was Stress verursacht. Kompliziert. Ich versuch's mal. So. Ach, okay, verstehe. Cool, cool bleiben, cool bleiben. Cool bleiben, Honey Bunny. So. Ein Amulett hole ich mir da hinten natürlich noch auf der linken Seite, ist klar. Das glaube ich, nicht zu sagen. So, wollen wir noch eine kleine Extra-Runde. Und hoffen, dass der Sprung gelingt. Heiliger Bimbam! Heiliger Bimbam! Alles klar. Wirst du bitte wieder gerade? Ach, dann halt nicht. So. Ach, juckt mein Mund auch noch. Na, heute werde ich mich mal wieder rasieren, dann juckt der Bart nicht mehr so. So, okay. Erster Punkt ist auf jeden Fall gleich schon mal erreicht. Schon mal sehr, sehr gut. So. Was auch immer du tust, pass auf die Hummer auf. Okay. Schwierig, die Musik. Tatsächlich, Alter. Komm her, komm her, komm her. Der macht mich so nass, der Sack, ne? Ich würde ja gerne damit beschmeißen, damit mit der Chili-Schote, aber. Das kriege ich wahrscheinlich leider einfach nicht hin. Ah! Sehr gut, okay. Kommt bitte nochmal eine hin? Zumindest. Ach komm! Das ist scheiße. Okay, okay, okay. Remy, schieß! Zum schieß! Radio, alle. Schieß! Klingt irgendwie kompliziert. So, ich versuch's. Guckst du mich blöd, ne? Um mal hier anzuspringen, würde ich sagen. Hier kommt man, glaube ich, relativ easy mich drauf. Wow. Siehste? Hallo, ich bin am Radio. Was ist dein Problem? Muss jetzt hier alles wegspringen, ey? Boah, das würde aber auch echt lange dauern, ey. Puh. Schepper die Schepper, aber ich mag das Geräusch. Schön zweimal abgekriegt. Ist eigentlich sehr unklar, dass ich das so mache, ne?
Es ist doch so viel, was ich hier, wie viele Chilischoten ich hier noch einsetzen muss, ne? So. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht von hinten anfangen sollen, sondern eher von vorne. Aber gut. Ist egal. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Ziehe ich jetzt durch. Und wenn ich den jetzt hier hinpacken würde, dann habe ich, glaube ich, einen guten Weg. So. Also da, wo der eine jetzt noch ist, da müsste ich wahrscheinlich einfach von jedem, von jeder Reihe, die hier existiert, jeweils einen wegbekommen können. Schieß. Boah. Fupp. Gutsch. Chilischote. Vielen herzlichen Dank. So. Wenn man bedenkt, ne? Ich schwere gerade schon wieder so ein bisschen in Erinnerung, ne? 2007, als das rauskam. Da habe ich. Da habe ich gerade Abitur gemacht, stimmt. Ja. Da war ich dann höchstwahrscheinlich in dem Sommer gerade bei der. Nee, im Sommer war ich noch nicht bei der Bundeswehr, stimmt. Wahrscheinlich war das auch einfach ein Grund, warum der Film so an mir vorbeigegangen ist. Weil ich andere Sachen im Kopf hatte, wahrscheinlich, als Filme zu gucken. Oder zu gucken, was es generell Neues gibt. Nein! 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 Das Schlimme ist, ey, ich kann's doch und ich war so kurz davor. Es ist jetzt aber auch doof, ne? Also, ich habe einen bei dem zurückgeknallt und der hat nicht getroffen. Warum nicht? Mach fertig hier. Es tut mir echt leid, dass ich gerade gestorben bin, ne? Kann mich wirklich nur für entschuldigen. So. Der nächste, bitte. Wahrscheinlich reicht es sogar einfach, wenn ich die vordere Reihe wegknall. So. Dankeschön. Nein! Nein, Alter! Jetzt bin ich aber wieder richtig einen auf den Sack, ne? Weil ich zu dumm bin. Das reicht. Junge. Penner, ey. So. Jetzt ist hier auf dem Boden wieder. Okay. Aber ich muss nicht das Radio vor dem Hummer verteidigen. Ich muss mich selbst vor dem Hummer verteidigen. Dankeschön. Alter, was eine schwere Geburt. Baby. Heiliger Bimbam, ey. So. Ach, keine Ahnung, das war, glaube ich, bin ich jetzt hier auch wieder in der Kanalisation? Das war, glaube ich, die Aufgabe für die Kanalisation, ne? Um da ein neues Item zu bekommen. Habe ich jetzt schon das nächste Level freigeschaltet? Das wäre natürlich auch geil. Okay. Ich hätte eigentlich vermutet, dass ich jetzt wieder da starte. Das Radio gehört dir. Schnell zurück zur Kanalisation, damit wir mitkriegen, was die Ratten damit anstellen. Müssen wir das tun? Nein, ne? Machen wir später. Erstmal hier nochmal ein bisschen weiter umschauen. Oh, Fischtagsstufe 3. Ja, wir haben zwar Stufe 1 und 2 noch nicht gesehen, aber ist egal. Wenn wir schon mal zufälligerweise hier hinkommen. Also drei Minispiele gibt's hier, ne? Rollender Wahnsinn, Fischtag. Und habe ich das dritte schon gesehen? Also ich habe hier auf jeden Fall viele, viele Orte noch nicht erkundet, so wie es aussieht. Und irgendwie klappt das hier auch nicht so gut mit dem Erkunden gleichzeitig mit den Aufgaben. Weil irgendwie komme ich nicht zu den Sachen hin, wo ich hin möchte. Überall sind fliegende Fische. Du musst die Flaschen hauen, um die Fische zu treffen. Schlage die Krabben, um sie auszuschalten. Erreiche die vorgegebene Anzahl, um zu gewinnen. What the fuck? Ach so, so funktioniert das, okay. 20 soll ich treffen. Okay. Gibt's noch so Bonuspunkte irgendwie oder sowas? Arschloch, scheiß Fass. Das ist dreist. Okay, das ist ohne Scheiß. Das ist aber echt eine schwere Aufgabe. Wow. 20.
Drittel der Zeit habe ich ein Fünftel der Punkte. Geil, ne? Zählen die Krabben auch als Ziele, wenn ich die so zufälligerweise mit meinem Kronkorken hier, Champagnerkorken, wie auch immer, wegknall? Ja, ne, die zählen auch. Ist aber echt ein ganz nice Spiel, das gefällt mir. Komm, schieß! Alter! Ja, okay. Also dafür, dass ich jetzt am Anfang auch nicht wusste, was ich tun sollte, ist der Versuch, denke ich mal, okay. Im besten Sinn. Nein, jetzt habe ich mir alles zu dicht gemacht. Ich halte es nicht aus. Ja, okay, schade. Hätten die mir nicht alle dicht gemacht, hätte ich es wirklich noch schaffen können. Okay, aber ist in Ordnung. Man muss das Spiel aber erstmal rallen, ne? Das ist ein cooles Spiel, gefällt mir. Flups. Flups. Nur direkt beide, genau. Sehr gut. Fuck you. Zack. Also die Krabben auch keine Animation haben, dass sie kommen, ne? Sondern die springen einfach und kommen auch nicht auf mich zu oder so. Schweinepriester. Alter, willst du mich verarschen? Ohne Witz. Ist auch mal gut hier langsam. So. Ich habe schon 19. Okay, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Was trotzdem nicht heißt, dass ich das jetzt unbedingt schaffen muss, nur weil ich jetzt 19 Stück habe. Alter, ich treffe das letzte Ziel nicht mehr. Wow. Willst du mich jetzt verarschen? Alter, das wäre jetzt aber auch gewesen. Lauch? Ist das Lauch? Lauch, ja. Aber ist ganz nice, das Spiel. Gefällt mir. Wollen wir das Schöne ist, wir haben jetzt schon Stufe 3 erledigt. Also das mit dem rollenden Wahnsinn Stufe 3, das könnte noch mal spannend werden. Aber gut. Schauen wir mal, ne? So. Ja, aber das auch erledigt. Oh, was ist das da hinten? Was ist das da oben? Boulangerie? Ah, es ist nur eine Zeit. Das hier ist Cousteau-Gedöns. Achso, nee, Kaiser zu möchte ich nicht zurück. Warum kann ich keine so eine Decke hochklettern? Die wird doch prädestiniert dafür. Oder die Stange. Oh. Komm, bitte rollen da Wahnsinn Level 3. Da würde ich mich jetzt echt drüber freuen, weil ich will es weg haben. Ja! Okay, wunderbar. Oh, das kann aber interessant werden. Ich bin gespannt. Okay, versuch so schnell wie möglich. Bla 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 bla. Ist okay. Fängt es erstmal so an, nur spiegelverkehrt. Also wirkt auf den ersten Blick erstmal genauso schwer. Okay. Zumindest bin ich ein guter Koch. Ja. Der Anfang hat sogar ein bisschen mehr Flow, finde ich, weil... Alter, also die schräg oben Stick, das ist der Controller, bei dem das nicht so gut funktioniert. Weil der bleibt dann einfach stehen. Ich gucke auch nicht auf meinen Charakter, sondern ich gucke eher nach oben, weil ich gucken möchte, was da natürlich auf mich zukommt später. Nur immer bewegt sich die Kamera, wenn ich nicht mehr denke, so, bin ich jetzt in die Wand gelaufen und hat nicht gemerkt oder was. Aber nein. Der Controller möchte dann einfach nicht... Scheiße! Zumindest bin ich ein guter Koch. Gott! Das ist doch Affenmist.
So, und. Ui! Ups, Entschuldigung. Mein Fehler. So, zack, zack, zack. Stopp. Und zack, zack. Ey, es ist doch. Ach, Mann, der geht da nicht so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? Weil ich drück da nach vorne und denke, das müsste doch locker funktionieren. Und dann bleibt er irgendwie auf halbem Weg, bleibt er hängen. Ich weiß nicht. Alter! Jetzt weiß er aber auch. So. So, okay. Ich muss halt hier ein bisschen Zeit lassen. Weil es natürlich funktioniert. Ich muss eigentlich darstellen, dass es dann, ist gleich mein Controller auf. Dass es Gummibrot ist. Also so.